Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als erstes wünsche ich euch einen ganz tollen 1. August, ohne langweilige Reden, und ich werde mich bemühen, dem Anspruch auch gerecht zu werden. Am 1. August soll man sich auch fragen, was wir erreicht haben, was bei uns gut ist, wo wir unsere Kraft haben und vielleicht auch, wo wir etwas noch besser machen könnten oder wieder zu unseren Grundsätzen zurückfinden, die uns stark gemacht haben, die uns unseren Wohlstand gebracht haben. Also gehen wir doch mal ein paar Themen durch, die in letzter Zeit uns beschäftigt haben. Covid. Covid könnt ihr wahrscheinlich schon fast nicht mehr hören. Und trotzdem ist es richtig, wenn wir da ein paar Worte dazu sagen. Die ganze Covid-Problematik ist etwas gewesen, wo die schweizerische Verfassung direkt tangiert hat. Denn die Behörden haben in dieser Zeit sich die Kompetenz genommen, die ist vom Gesetz auch vorgesehen, Verfassungsrecht vom Bürger aufzuheben für das Ziel vom Schutz der Bürger und der Einwohner, immer Frauen und Männer gleich gemeint, wenn ich das so sage, vor dieser Pandemie. Jetzt ist die Frage, was sind denn die Voraussetzungen wirklich von so schweren Eingriffen in unsere Wirtschaft, in die persönliche Freiheit von den Bürgern, in die persönlichen Freiheiten von allen Einwohnern? Kann man das einfach so machen? Wenn wir uns erinnern, Notstandsmaßnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg sind erst aufgehoben worden aufgrund von einer Initiative 1952, also nicht 1945, wo der Zweite Weltkrieg fertig war. Notstandsmaßnahmen, Superkompetenzen für Regierung, die haben eine ungeheure Klebetendenz. Für eine Regierung ist es natürlich schön. Man kann handeln beliebig, ohne im geringsten müssen darauf zu achten, was sind verfassungsmäßige Rechte vom Bürger. Schwierig übertrieben, nicht ohne im geringsten zu achten, aber man kann die Verfassungsrechte übergehen. Und das ist auch eine Kompetenz, die man vielleicht nicht so gern wieder hergibt. Wie ist das bei uns gegangen? Hat man bei uns massvoll gehandelt? Die Voraussetzungen für so einen Eingriff sind absolute Notwendigkeit vom Eingriff, dann Verhältnismäßigkeit vom Eingriff und gegebenenfalls auch Entschädigung für die Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte des Bürgers. Die ganzen Covid-Massnahmenkredit, die ganzen Härtefallentschädigungen, das ist eben Entschädigung für die Eingriffe. Und jetzt aber zur Verhältnismäßigkeit. Ich persönlich bin geimpft, habe mich impfen lassen, sobald das möglich war. Es gibt Leute, die das nicht wollen und die sollen die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Aber was ist denn noch verhältnismäßig, was die Regierung da macht? Zurzeit können wahrscheinlich praktisch alle Leute, die sich impfen wollen, können sich impfen lassen. Wenn man anschaut, wegen was sind denn die Covid-Massnahmen eigentlich aufgeleistet worden, was war die Begründung? Begründung war, unser Gesundheitswesen bricht zusammen. Wir haben einen riesen Desaster. Mit anderen Worten, wir werden dann unsere Leichen praktisch mit dem Kübelwagen müssen einsammeln. Ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu. Aber so war das Bild, das man sich gemacht hat. Irgendwann in der Pandemie hat es tatsächlich sehr viele Fälle in Intensivstationen gegeben. Und da müssen wir uns auch sagen, dort hat es vielleicht noch eingeleuchtet, dass man Massnahmen machen muss, dass man das irgendwie brechen will.
Und eine Riesenerfahrung hat man nicht gehabt. Man hat auch nicht gewusst, was wirkt und wirkt nicht. Ein bisschen denken sollte man eigentlich können. Und jetzt ist es so, wenn man das laufen lässt wie England, dann gibt es zwar einen Haufen Fälle, aber einen Haufen Fälle in den Intensivstationen gibt es nicht. Eine Überlastung vom Gesundheitswesen gibt es nicht. Ist denn überhaupt noch eine Notwendigkeit für irgendwelche Maßnahmen vorhanden? Und zur Verhältnismäßigkeit gehört auch ein bisschen denken, was ist sinnvoll? Ist es sinnvoll, was ja schön ist, dass Zehntausende, Hunderttausende bei Sportveranstaltungen sich in die Arme können fallen, knutschen, feiern miteinander, festen miteinander und alles? Aber wenn ihr in ein Geschäft wollt, sagen wir, ihr wollt euch eine Uhr kaufen bei einem Uhrmacher und sind vielleicht zwei Verkäuferinnen dort und ein Kunde oder so, dann müsst ihr alle Masken tragen. Das ist natürlich ganz wichtig, damit sich die Epidemie nicht wieder voll ausdehnt. Da seht ihr, wo jetzt langsam der Schwachsinn auftaucht. Also, man sollte sich ein bisschen überlegen, was ist überhaupt sinnvoll noch notwendig und was kann man kübeln. Und etwas ist etwas ganz Heikles. Wir gewöhnen uns an die Atmosphäre mit den Schutzmaßnahmen. Wir gewöhnen uns daran, dass die Regierung die Möglichkeit hat, unsere Verfassungsrechte beliebig einzuschränken. Und das gibt bei manchen politischen Richtungen und manchen Politikern auch eine Art DDR-Mentalität. Man kann auch sagen Nordkorea-Mentalität oder China-Mentalität. Was die Regierung sagt, ist gut, das ist alles unantastbar. Ja, Blödsinn. Unsere Verfassung gilt. Und es ist wenigstens die Partei SVP jetzt noch gewesen, wo immer wieder unsere Verfassung aus dem Abfallkübel wieder rausgeholt hat und gesagt hat, hey, wir haben noch Verfassungsrecht, tönt die Massnahmen so schnell wie möglich beseitigen. Es sieht nicht schlecht aus für die nächste Zeit. Ich hoffe, dass auch der Bundesrat sehen wird, dass manches nicht mehr notwendig ist und das wird über Bord werfen. Aber man muss auch sehen, vieles, was gemacht worden ist, ist nachträglich nicht ganz nachvollziehbar. All das könnt ihr euch überlegen, das sind sinnvolle Gedanken. Das sind nicht Corona-Leugner-Gedanken, wie man das nennt. Das ist nicht, weil man nicht glaubt, dass es eine Krankheit gibt, sondern das ist Stichwort Verhältnismäßigkeit, wenn man unsere Verfassung einschränkt und verletzen wird. Das als Gedanke zum 1. August zu der Covid-Sache. Wir haben ja noch viel andere Probleme, wo uns beschäftigt und beschäftigt haben. Wir haben das mit dem Rahmenabkommen gehabt. Die grossartigen Verhandlungen, 7 Jahre lang haben wir daran rumgedöckterlet und rumgeknustet. Und was ist rausgekommen? Der Bundesrat hat dann gesagt, wir haben einen grossartigen Entwurf, fantastisch, genau auf die Schweiz zugeschnitten. Jetzt, wenn man den Entwurf aber angeschaut hat, mit dem Zwang zur Übernahme von EU-Recht, mit der Beurteilung durchs EU-Gericht und vorgeschoben ein Pseudoschiedsgericht, wo aber alle Sachen dem EU-Gericht muss vorlegen, dann fragt man sich schon ein bisschen, wie kommt ihr auf so etwas? Ganz einfach, das ist gar nicht grosses Verhandlungsergebnis, sondern das hat die EU all diesen Ländern angeboten, von denen die EU meint, ja, die wüssten nicht recht, was Demokratie ist. Die müssen überhaupt erst einmal daran angezogen werden. Zum Beispiel ist der Vertrag praktisch identisch mit dem Ukraine-Vertrag, mit dem Georgien-Vertrag, mit dem Moldawien-Vertrag und mit dem Armenien-Vertrag.
auch das Gleiche über dem EU-Recht in diesen Bereich von diesen Verträgen. Und wenn es Streit gibt, dann Scheinschiedsgericht, wo die wirklichen Fragen muss dem EU-Gericht dann überlassen. Denn die EU sagt, das sind Länder, denen muss man überhaupt erst einmal beibringen, was eine wirkliche Demokratie ist. Offenbar tut sich die EU als wirkliche Demokratie auffassen. Nur nebenbei, EU und Demokratie. Der Demokratiemangel bei der EU war unter anderem, weshalb Großbritannien die EU verloren hat. Wer macht denn Gesetz in der EU? Wisst ihr das? Ja, da sagt ihr, ja, es gibt doch das EU-Parlament und alles. Ja, aber in der EU macht das Gesetz, nicht das Parlament. Die einzige Instanz, die Gesetz vorlegen, Gesetzesentwürfe machen und alles, das ist Kommission und Ministerrat. Mit anderen Worten, das wäre so, wie wenn alle Gesetze in der Schweiz vom Bundesrat gemacht würden. Und was hat denn überhaupt das Parlament noch für eine Funktion? In Mengen einzelner Sachen kann es Nein sagen. Und bei der Wahl von der Kommissionspräsidentin, Präsidenten kommen nicht in Frage, dürfen sie klatschen. Also das ist Demokratie in der EU. Dafür hat die EU 50'000 Beamte, die die ganzen Gesetze entwerfen. Die EU macht auch viel Gutes. Das würde ich nicht verleugnen. Aber es gibt vieles, was aus dem Ruder läuft. Und wenn wir uns auch anschauen, zum Beispiel die Europäische Zentralbank mit dem Euro, was die EU macht, wenn sie sagt, wir müssen jetzt 1 Billion aufwerfen für Klimaschutz. Da komme ich, glaube ich, nachher noch ein bisschen detaillierter drauf. Viele sagen, das wird doch die EU gerne können aufbringen. Ich sage doch. Die 1 Billion ist vielleicht das, was man in 5 Jahren einem Bübli mitgibt, damit sie in der Pause ein Bürli kaufen kann. Es ist eine sehr inflationäre Politik von der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat jeden Monat 60 Milliarden praktisch à fond perdu an Pleiteländer von der EU ausgegeben, Treasury Bonds gekauft von diesen Ländern und zu 100% in der Bilanz eingebucht. Wenn das eine normale Bank macht, dann kommen sie aber dran. Aber wie gesagt, es ist ja die EU, es ist Regierung und das geht. Also, da muss man sehr wachsam sein, was wirklich läuft. Wir müssen zweifellos, jetzt nachdem der Rahmenvertrag gescheitert ist, wir werden weiterhin alle unsere Beziehungen mit der EU haben. Da sagt ja auch niemand etwas anderes. Hat niemand gehört, was sagt, man müsse Beziehungen gerade abbrechen. Wir haben Dutzende von Verträgen mit der EU, wo alle gültig sind. Und da kommt immer wieder, ja, jetzt müssen wir noch ein paar Milliarden schütten, damit die EU bereit ist, sich an Verträge zu halten. Also bitte, wie ist das bei den USA zum Beispiel? Müssen wir da ein paar Milliarden schütten, damit die USA bereit ist, sich an einen abgeschlossenen Vertrag zu halten? Das ist doch vollkommener Unsinn. Verträge gelten. Und ob die Verträge dann weiterentwickelt werden, ausgebaut werden, das ist eine andere Frage, das ist zum Verhandeln. Die EU und die Schweiz haben, solange es bilaterale Verträge sind, beide ein Interesse an diesen Verträgen. Das ist nicht einseitig bei der Schweiz und auch nicht einseitig bei der EU. Und deshalb wird man sehr wohl, sehr gut, wie bei allen anderen internationalen Verträgen schauen können, was wird ausgebaut, was wird verlängert und so weiter. Wobei die EU schon dazu neigt, manchmal aus politischen Gründen, sich einfach irgendwie an einen Vertrag nicht zu halten. Ihr habt das erlebt mit der sogenannten Börsenäquivalenz, Anerkennung in der Schweiz. Da hat es geheißen, oh Gott, wir gehen unter, wenn die EU unsere Börse nicht anerkennt.
sofort alles machen, was die wollen. Man hat nicht alles gemacht, man hat im Gegenteil gesagt, ja gut, dann halt, anerkennen wir nicht. Und unsere Börse ist es noch viel besser gegangen. Komisch. Ist schon interessant. Wir haben eine spezielle Verhandelstaktik in der Schweiz. Wir stellen uns die schlimmstmögliche Konsequenz vor, die schlimmstmögliche Variante und überlegen uns, was passiert jetzt, wenn der Gegner irgendwann damit droht. Also, das ist eine Erpressung, Selbsterpressung mit Selbstbedrohung von der schweizerischen Diplomatie. Das ist eine Erfindung von der Schweiz, die sollten wir patentieren lassen, aber nicht auf den 1. August. Denn im 1. August sollte man daran denken, was die Schweiz geschafft hat, zum selbstständig bleiben, selber etwas aufbauen und auf die Runde bringen. Ein Thema würde ich noch berühren, weil das dauernd kommt. Und das ist Klima. Das Klima ist sozusagen eine Pandemie von Ausreden worden. Wenn irgendetwas von Behörden versichert worden ist, zum Beispiel Hochwasserschutz in Deutschland nicht funktioniert hat, dann kommt die Bundeskanzlerin und sagt, hier müssen wir dringend etwas viel mehr für das Klima machen. Egal was passiert, egal ob ein Vulkan ausbricht, egal ob es ein Gewitter gibt, egal ob es Hagel gibt, egal ob es Trockenheit gibt, egal ob es Überschwemmung gibt. Immer ist es der Klimawandel und dann ist die Konsequenz, ja, wir müssen unsere ganze Industrie von Motoren kaputt machen. Das hat ja die Frau von der Leyen schon gesagt. Ab 2030 oder 2035 keinerlei Benzin- und Dieselmotoren mehr herstellen. Also auch für die großen Tankschiffe, selbstverständlich die großen Mahndiesel, wo sogar Hyundai und andere Räder einbaut. Deutschland hat da einen riesen Standpunkt. Alles zum Teufel, tun die Batterie drin und tun den Elektromotor drin. Aber jetzt kommt das große Problem. Deutschland hat ja nach der Fukushima-Sache, wo immer steht mit Zehntausende Tote und so, es hat keinen einzigen Toten gegeben. Es ist ein großer Unfall, ein großer Reaktorunfall, aber Tote hat es jetzt einfach nicht gegeben. Man hat ein gewisses Landgebiet nicht mehr können verwenden, eine Zeit lang. Also, Deutschland hat alle AKW gestoppt. Die Schweiz ist sofort hinten nachgetrebelt und hat gesagt, ja, wir müssen auch stoppen, dass man sofort keine neuen AKW kann machen. Das ist noch die damalige Bundesrätin Leuthard gewesen, wo das in den Weg geleitet hat. Die frühere Atom-Leuthard, wo früher bei sehr atomfreundlich gewesen ist. Aber jetzt kommt das große Problem: Die Atomkraftwerkindustrie entwickelt sich gewaltig weiter. Man hat die Probleme, womit Abfall und allem zusammenhängt, ist man angegangen und heute gibt es praktisch solche Kraftwerke, wo fast von dem leben können, was unsere Kraftwerke als Abfall produzieren. Vielleicht nicht direkt, aber praktisch kein Abfall mehr machen. Wo die Gefahren, die bestanden haben, durch Schmelzen von einem Kern nicht mehr bestehen. Also, man sollte sich das wieder anschauen und vor allem wegen dem Klima. Auch wenn man schon sagt, fürs Klima müssen wir alles einsetzen. Denn die Schweiz hat eine viel bessere CO2-Bilanz als zum Beispiel Deutschland, wo immer die Schnur grösser hat, aber nicht so viel besser ist. Viel schlechter ist, denn die Schweiz hat AKW, Wasserkraft und also AKW, Wasserkraft, das sind unsere Standbeine bei der Stromherstellung. In Deutschland braucht das dann eben Thermokraftwerk, das heißt Kraftwerk mit Kohle, mit Gas und so weiter. Und dadurch entsteht viel, viel mehr CO2. Mit der Zeit werden wir so weit kommen, wegen Strommangel, wenn wir die AKW nicht wieder rauffahren,
dass man sogar Elektroautos verbieten müssen. Die brauchen nämlich wahnsinnig viel Strom. Die Stadt Zürich verbietet Klimaanlagen für Altersheime und Spitäler wegen dem Stromverbrauch bereits. Und einmal Gas geben bei einem Elektroauto mit 700 PS verbraucht etwa so viel Strom, ich habe es nicht genau ausgerechnet, wahrscheinlich wie 3 Monate lang 100 solche Klimaanlagen. Wir haben hier Perverses, wir haben hier Sachen, die völlig aus dem Ruder laufen. Man wird sich gerade am 1. August, wenn wir uns überlegen, wir sind die Schweiz, wir sind selbstständig, wir können selbstständig überlegen und wir müssen auch für unser Land schauen, für die Versorgung in der Schweiz, für die Stromversorgung und alles. Und da ist AKW ein klimafreundlicher Ansatz, das Wort, das ich furchtbar hasse, aber bitte, es ist das Unwort vom Jahr, klimafreundlich und nachhaltig, aber es ist klimafreundlich. Und in anderen Ländern wird aus Klimagründen bereits auf AKW zurückgegriffen. Manchmal lohnt sich ein Blick über die Grenze, auch am 1. August. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören.